Ja, vielen Dank für die einführenden Worte. Der Titel Old Fashioned oder neu entdeckt. Wir sind vielleicht ein bisschen Old Fashioned, das werden wir nachher betrachten. Jetzt muss ich das erstmal richtig hier machen. Ganz kurz nochmal zu den Strukturen in Freiburg. Herr Nies hat es schon angedeutet und Frau Wender auch. Wir sind ein kommunaler Museumsverbund mit 5 Museen derzeit. Ein 6. ist derzeit in Gründung, das Dokumentationszentrum Nationalsozialismus als 6. Einrichtung. Und wir sind, und das ist, glaube ich, relativ selten in der Bundesrepublik, wir sind ein städtisches Amt. Das ist immer, klingt nicht so wahnsinnig attraktiv, ist aber nicht so schlecht, weil man nicht, ich gucke jetzt Frau Seemann an, keine Kulturamtsleiterin als Chefin oder Chef hat, sondern direkt mit der Politik kommunizieren kann. So einfach ist das und das tut den Museen ganz gut. Ich denke, ein Kulturamt hat auch ansonsten noch ausreichend zu tun, wenn es sich nicht mit den Museen beschäftigen muss. Augustinermuseum, Museum für Neue Kunst, wo die zeitgenössische Kunst ist, Museum Natur und Mensch, ein Museum, wo Naturkunde und Ethnologie angesiedelt sind, das Archäologische Museum und das Museum für Stadtgeschichte, wobei das Museum für Stadtgeschichte nach der Vollendung des Augustinermuseums in das Augustinermuseum integriert werden soll. Strukturen an Museen oder überhaupt die Differenzierung von Museen kommt natürlich aus der Geschichte ihrer Sammlungen heraus. In Freiburg ist es so, dass 1861 es einen Gemeinderatsbeschluss gab zur Begründung der städtischen Sammlung. Das hieß dann erstmal Altertumssammlungen und wurde in einem Raum des Rathauses begonnen, in einem kleinen Depotraum. Aus dieser Sammlungsgeschichte differenzieren sich die Häuser. Das kann man überall sehen. Das ist bei fürstlichen Sammlungen so im kommunalen Kontext auch. Es ist ein Prozess zunehmender Ausdifferenzierung. Allerdings glaube ich, dass es wichtig ist, dass man sich der historischen Entwicklung des Sammlungskontextes immer wieder auch bewusst machen sollte. In den letzten Jahren hat es bei uns einige Veränderungen gegeben. Ich bin jetzt mittlerweile schon fast 12 Jahre in Freiburg. Es ist eben ein gemeinsamer Verbund mit einer Gesamtleitung, wobei ich eben eine Doppelfunktion habe. Ich leite das Augustinermuseum und den Verbund. Ich habe dann immer so gesagt, bin so eine Art Mini-Schuster. Also wenn Sie sich noch erinnern an den ehemaligen Generaldirektor in Berlin, der war Direktor der Nationalgalerie und der staatlichen Museen insgesamt. Das ist heute nicht mehr so. Das zentrale Kunstdepot, was wir vor einigen Jahren gegründet haben, ist unsere gemeinsame Basis. Ich komme auch gleich nochmal darauf. Schwerpunktthemen sind für uns jetzt die Digitalisierung und eben der Ausbau und die Neuausrichtung des Augustinermuseums. Das Ganze wurde 2006 in einem Museumsentwicklungsplan politisch beschlossen. Frau Dauschek hat da als Fachgutachterin intensiv mit dran gearbeitet. Das war ein Plan, den wir weitestgehend abarbeiten konnten, bis auf das Augustinermuseum, was leider noch nicht fertig ist. Kommen auch nachher noch drauf, warum das so ist, ist alles abgearbeitet worden. Kernstück dieses Planes war das zentrale Kunstdepot. Frau Götzmann hat ja auch von den Plänen in Potsdam berichtet, kann sie da nur sehr bestärken, das mit Intensität zu verfolgen. Das Depot sehen wir als die Basis unserer Museumsarbeit. Das Depot ist eben nicht nur die Verwahrstation von Objekten und Kunstgut, sondern ich sehe es als das Reservoir, den Speicher für alles, was an zukünftigen Projekten, Ausstellungen und Veränderungen das Museum umtreibt. Das ist ein Prozess gewesen, den wir selbst gar nicht so stark am Anfang gesehen haben. Es ging bei uns auch zunächst erstmal darum, das Kunstgut vernünftig aufzubewahren. Es war natürlich in katastrophalen Depots zuvor und es musste endlich was getan werden. Aber wenn die Sachen dann einmal gut verwahrt sind und man an sie herankommt, verändert sich die Museumsarbeit, weil man wieder mit allen Objekten, die man zur Verfügung hat, auch arbeiten kann. Dazu ist es natürlich notwendig, dass man ein effizientes Depotmanagement initiiert, aber ein modernes Depot zwingt einen eigentlich dazu, das geht gar nicht anders. Sie sehen da auf dem einen Bild
eine einsame Kuh in dem Gang stehen. Sie wird gerade von einem Depot ins nächste geschoben. Wir haben ja auch naturkundliche Sammlungen. Wenn man ein Objekt übrigens verschiebt, ist das im modernen Depot gar kein Problem, weil es ja ein Standortmanagement gibt. Das ist übrigens der Bau von außen, ein schlichter, moderner Bau, zweigeschossig angelegt mit knapp 6.000 Quadratmeter Fläche. Das Depotmanagement habe ich schon erwähnt, das ist entscheidend. Ziel eines modernen Depots ist es, dass jedes Objekt seinen Platz hat und immer nachweisbar ist, sofort auffindbar ist. Und das war auch noch ein Ziel, was wir in Freiburg definiert haben, dass es visuell sichtbar ist, damit wir als Museumsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseren Bestand auch jederzeit optisch überprüfen können. Das ist das Kriterium der Grundlage der Museumsarbeit. Ich komme jetzt auf einen zweiten Bereich, der für unsere Arbeit sehr wichtig war und den ich auch als Experimentierfeld sehe. Oh, jetzt bin ich zu schnell. Das sind natürlich die Ausstellungen. Unser Pflichtprogramm, um überhaupt die Besucherinnen und Besucher zu gewinnen, denn nur mit Dauerausstellung ist das kaum zu leisten. Ausstellungen sehe ich als Experimentierfeld. Ausstellungen sind auch der Bereich, wo man das Thema Digitalisierung experimentell angehen kann. Da fängt man an mit Digitalisaten als Ersatz von originalen Objekten. Man kann ganz neue Experimente wagen mit Vermittlungs- und Vertiefungselementen. Man kann aber auch das Thema Partizipation und Transparenz in Ausstellungen durch digitale Elemente integrieren. Das kennen Sie alles, das haben Sie auch schon gemacht, aber man muss sich immer wieder bewusst machen, glaube ich, dass das ein spannendes Experimentier- und Lernfeld für die eigene Arbeit ist. Die nächste Stufe ist sicherlich der komplette Gang ins Netz mit möglichst allen Objekten. Wir starten diesen Schritt jetzt Ende des Jahres mit einem Online-Katalog. Große Häuser haben das ja auch schon begonnen und ich denke, das wird uns alle betreffen in den nächsten Jahren, dass man versucht, den Objektbestand, den man dann optimal im Depot verwahrt, auch ins Netz zu stellen und damit ganz neue Möglichkeiten hat. Digitale Ausstellungen, digitale Vermittlungsangebote, wir können partizipative Elemente einbringen, das geht los natürlich mit einfachen Like-Zeichen oder sonstigen Sachen, aber eben auch Kommentierung und aller Wikipedia-Integration von Fachwissen vieler in die Museumsarbeit. Das ist sicherlich das Top-Thema und Herr Nies als Förderer, ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass es da auch für kleinere Häuser Möglichkeiten gibt, zukünftig den Anschluss nicht zu verlieren. Was ich glaube, was auch ein Riesenthema sein sollte, wie wir uns in den Häusern vernetzen und nicht jeder seine eigene mühsam und teuer bezahlte Plattform aufbaut. Man könnte da natürlich sehr viel mehr miteinander sich austauschen und kooperieren. Aber da ist natürlich manchmal doch die föderale Struktur und die sehr unterschiedlichen Trägerschaften ein Problem. Ich habe davon gesprochen, dass Ausstellungen ein Experimentierfeld sind. Das haben wir bei uns in den Ausstellungen der letzten Jahre intensiv gemacht, dass wir die Ausstellung wirklich auch als eine Möglichkeit gesucht haben, um die zukünftige Neueinrichtung des Augustinermuseums auszuprobieren und verschiedene Inszenierungen und auch inhaltliche Schwerpunktsetzungen zu probieren. Das führt zu einer strategischen Ausstellungsplanung. Etwas, was ich auch grundsätzlich immer sehr anraten würde, dass man sich doch sehr genau überlegt, mit welchen Ausstellungen man auch die Sammlungen des eigenen Haus in den Fokus stellen kann und die Arbeit seines Museums gestalten kann. Wir haben quasi alle Themen der Dauerausstellung, die wir jetzt planen, schon zuvor mit Sonderausstellungen einmal ausprobiert. Das führt natürlich dazu, dass manche Themen ähnlich aufgearbeitet werden, andere aber vielleicht auch ganz anders ausgerichtet werden. Wir haben im Augustinermuseum, das ist ja ein kulturgeschichtliches Museum mit auch stadtgeschichtlichen Sammlungen, aber auch Kunstsammlungen, eine große Schwarzwaldsammlung zum Beispiel. Das ist so ein typisches Thema, was in Heimatmuseen überwiegend recht muffig und langweilig präsentiert wird. Wir haben das vor 5 Jahren mit einer großen Ausstellung, unser Schwarzwald,
probiert. Schwarzwald als Kulturgeschichte. Wir haben da auch in der Ausstellungsinszenierung verschiedene Dinge versucht. Wir haben mit Verdichtung von Objekten gearbeitet, Konzentration von Objekten mit völlig neuen Inszenierungsmodellen und haben vielleicht etwas sehr bemüht versucht, würde ich heute kritisch sagen, uns vom Muffigen der Schwarzwaldgeschichte zu verabschieden. Das würden wir heute zum Beispiel anders machen und ich komme auch noch darauf. Ein ganz wichtiges Ausstellungsprojekt für uns war vor 4 Jahren die Sonderausstellung Baustelle Gotik, wo es um den Bau des Freiburger Münsters ging. Ein ganz wichtiger Teil der Freiburger Stadtgeschichte. Wie hat man die Kirche gebaut? Wie waren die kulturgeschichtlichen Umstände? Wie war die Sozialgeschichte dieses Baus? Und wie kann man überhaupt Architekturgeschichte in einem Museum vermitteln? Ziel war damals auch wirklich ganz gezielt, junge Leute zu gewinnen. Unsere Vermittlung hat damals sehr viele partizipative Elemente dort eingebaut. Von den Erfahrungen aus dieser Ausstellung zehren wir bis heute. Und in dem Fall sind wir auch zu dem Schluss gekommen, dass wir viele Elemente dieser Sonderausstellung in den neuen Dauerausstellungsbereich integrieren wollen. Ganz wichtig ist auch das Projekt, was die Bundeskulturstiftung im Rahmen des Projektes Stadtgefährten bei uns gefördert hat. Die Ausstellung Freiburg sammelt, bei uns von Frau Thiel kuratiert, die morgen auch einen Workshop macht. Vielleicht sind Sie ja morgen bei ihr. Das ist ein Projekt gewesen, was im Museum für Stadtgeschichte stattgefunden hat, in dem es darum ging, Sammlungsgegenstände zu integrieren, die aus der Stadtbevölkerung an uns herangetragen wurden, auch mit Themen, die aus der Stadtgesellschaft an uns herangetragen wurden. Das ist natürlich wie bei vielen dieser partizipativen Projekte sehr aufwendig. Man muss Workshops machen, man muss die Menschen mit integrieren. Das Ganze hat zu einer sehr frischen Inszenierung geführt mit verschiedenen Ansätzen des Partizipativen. Ich zeige hier nochmal 2, 3 Abbildungen. Woran will ich in Zukunft erinnern? Oder was auch ganz wichtig war, das Freiburger Archiv für Geschichten vom Kommen und Gehen, wo es um Migrationsgeschichte in der Stadt ging, wo eben die Geschichten von einer Gruppe schon vorab gesammelt wurden und dann in die Ausstellung integriert worden sind. Wir werden aus diesem Projekt die Erfahrungen mitsammeln. Auch dieses war eine Übung und ein Experimentierfeld für die zukünftige Arbeit, die Neuausrichtung des Augustinermuseums in dem Aufwand und Umfang werden wir das sicherlich nicht können. In Frankfurt, da wird ja auch Frau Gessler nachher noch was zu sagen, hat man das ja intensiv gemacht. Das werden wir vermutlich nicht schaffen, aber bestimmte Ideen und Elemente werden mit in die Dauerausstellung integriert. Ich komme jetzt zu der eigentlichen Sanierung und Neueinrichtung des Augustinermuseums. Es ist ein kulturgeschichtliches Museum mit integrierter Stadtgeschichte. Es ist ein sehr langwieriger Sanierungsprozess seit 2007. Wir sind immer noch nicht fertig, aber sollten eigentlich im nächsten Jahr fertig sein. Leider dauert es noch etwas länger. Warum, das sage ich gleich nochmal. Es geht um die Sanierung einer denkmalgeschützten Klosteranlage im Herzen der Stadt Freiburg, in die wirklich modernster museumstechnischer Standard integriert werden sollte. Und es war die Idee, mit dem ausführenden Architekten Christoph Meckler eine Einheit von Kunst und Architektur zu finden für den eigentlichen Dauerausstellungsbereich. Das sehen Sie sehr schön an dieser sogenannten Skulpturenhalle. Das ist eine Neuinszenierung in der ehemaligen Kirche, die sozusagen Raum und Forum bietet für die Sandsteinskulpturen des Freiburger Münsters. Das ist eine sehr ästhetische Inszenierung, die sehr gut kotiert wird von einer unserer Zielgruppe. Wir haben nämlich 60% touristische Gäste in unserem Haus. Das ist etwas, was immer wieder zu einem Wow-Effekt führt und die Leute fasziniert. Hier zum Beispiel das Schneewunder von Grünewald, wie das in dem Raum inszeniert ist. Auch dort eine sehr ästhetische Präsentation, die gemeinsam mit dem Architekten Christoph Meckler entwickelt worden ist. An den Chor der Kirche schließt sich ein Neubau an, den Sie hier sehen. Das ist der zweite Bauabschnitt des Augustinermuseums, das sogenannte Haus der Graphischen Sammlung. Wir haben uns
in den Planungen entschlossen, den Papierbereich in unserem Haus ein eigenes Forum zu geben. Das ist relativ selten in der Bundesrepublik. Also natürlich die ganz großen Museumsverbünde, das Kupferstichkabinett in Berlin oder Dresden haben da ihr eigenes Forum. Aber wir haben gesagt, bei einer Sammlung von rund 70.000 Blatt wollen wir diesem Bereich ein eigenes Forum geben. Dort ist auch mit der sogenannten Kleinodientreppe von Christoph Meckler auch nochmal ein architektonisches Highlight, was alle Geschosse miteinander verbindet. Und es gibt einen eigenen Wechselausstellungsraum, den wir mit 3 Sonderausstellungen im Jahr bespielen, in der Regel aus unserem eigenen Bestand. Nochmal ganz kurz das Grundprinzip der Sanierung des Augustinermuseums. Es sollte eben Kunst und Architektur eine ästhetische Einheit bilden. Wir haben zusammen mit dem Architekten da das Konzept erarbeitet. Dieses Grundkonzept wollten wir aber nicht für das ganze Haus durchziehen. Das ist eine Entscheidung, die wir gefällt haben im Laufe des Prozesses. Das ist am Anfang nicht so vorgesehen gewesen. Ich habe jedenfalls mit meinen Mitarbeitern und Mitarbeitern gesagt, wir können dieses ästhetische Prinzip nicht über das ganze Haus ziehen. Deswegen ein Bruch. Ein Bruch, den wir zukünftig in der Wirkung des Hauses haben wollen, in den Bereichen, die wir jetzt sanieren. Hier kommen wir auf die Baustelle und Sie sehen auch, warum die Baustelle sehr schwierig ist. Die Kolleginnen und Kollegen tragen hier Schutzanzüge, denn das Klostergebäude ist im weiten Maße kontaminiert mit Holzschutzmitteln, in einem weit größeren Ausmaß, als wir am Anfang gedacht haben. Neben den Holzschutzmitteln kam dann auch noch ein weiteres Problem hinzu, nämlich Hausschwamm, der erst im letzten Jahr entdeckt worden ist und das Bauprojekt nochmal auf den Kopf gestellt hat. Ich glaube, jeder, der mit Bauen zu tun hat, weiß, was das Wort Schwamm bedeutet. Hier nochmal ein Blick zum Beispiel auch in einen der Gänge des Klosters. Das ist, glaube ich, jedem, der mit Museum zu tun hat, auch völlig klar, dass man in solchen schmalen Gängen nicht so wahnsinnig gut was machen kann. Es ist übrigens auch noch ein Gefälle drin, also da kann man auch Schlitten fahren auf dem Boden. Und mittlerweile ist es so, dass leider alle historischen Balken in diesem Raum ausgetauscht werden mussten. Das ist zum Beispiel einer der Räume, den wir jetzt neu bespielen wollen. Das ist der zentrale Ausstellungsraum Stadtgeschichte. Er sieht mittlerweile schon ein bisschen besser aus, aber es dauert noch. Um einen Einblick in die Gesamtkubatur des Projektes zu geben, hier nochmal die Grundrisse. Man sieht eben sehr schön die Kirche und die Klosteranlage. Wir haben uns entschlossen, dass man, ich muss mal gucken, das musste doch auch hier. Nee, doch, dass die Kirche und hier die Klosteranlage, da der Neubau, wir haben uns eben entschlossen, dieses veränderte Prinzip so einzurichten, dass die ästhetische Konzeption mit dem Architekten sich auf die Kirche reduziert und wir im Klostergebäude eben eine andere Linie verfolgen wollen. Sie sehen gleich nochmal den Grundriss, und zwar sind hier jetzt die grünen Bereiche, im grünen eingezeichneten Bereiche, das, was wir anders machen wollen. Da spreche ich von Wechselausstellungen mit längerer Dauer. Das sind keine klassischen Sonderausstellungen, sondern es sind Dauerausstellung, die wir aber mit Sicherheit nach 7 bis 10 Jahren wieder abbauen werden. Wir werden sie auch in der ganzen Aufbautechnik so einrichten, dass man sie schnell wieder modifizieren kann. Und wir werden in den einzelnen Bereichen eine thematische Ausrichtung machen. Wir haben uns von Anfang an gegen eine chronologische Linie, die vielleicht nahegelegen hätte, entschieden, sondern wir haben gesagt, wir wollen bestimmte Themen der Kultur- und Stadtgeschichte Freiburgs mit Themen belegen. Das eine ist beispielsweise dann die Entstehung des Münsters und die Etablierung der Stadtgesellschaft. Das ist hier vorne gleich. Und dazu war eben dann die große Anregung, die Ausstellung Baustelle Gotik, die ich vorhin erwähnt habe. Der rote Bereich ist noch der Gangbereich, der noch quasi in der stilistischen Ausprägung von Christoph Meckler auch noch in einer ästhetischen Form präsentiert wird. Die Wechselausstellungsbereiche von längerer Dauer sollen dann von Ausstellungsfirmen gestaltet werden. Wir haben gerade den Wettbewerb dazu gemacht. Die Ersteinrichtung wird die Berliner Firma Gewerk machen und es kommen auch gleich einige Beispiele. Also der erste Raum, die Stadtgeschichte. Wir haben den Baustellenraum eben schon gesehen, ist da links zu sehen.
Es gibt hier auch Ansichten, hier zum Beispiel auf der linken Seite mit einem zukünftigen Stadtrelief, einem Tastrelief, was wir jetzt gerade entwickeln, was zusätzlich durch Beamer-Präsentationen belebt werden soll, aber es soll auch komplett abtastbar sein und dann eben wesentliche Themen der Stadtgesellschaft hier inszeniert mit den Erfahrungen und Anregungen der Sonderausstellung, die wir zu diesem Thema gemacht haben. Hier auch nochmal eine andere Ansicht, Skizzen der Firma Gewerk. So sollte es eigentlich schon im nächsten Sommer sein. Jetzt verzögert sich das Ganze vermutlich bis Anfang 2022. Hier auch nochmal eine Schnittzeichnung oder eine Seitenansicht einer Wandabwicklung, in der sehr viele Ideen wieder aufgegriffen wurden, die wir in der Sonderausstellung Baustelle Gotik schon einmal entwickelt haben. Auch die partizipativen Elemente aus dem Bereich der Vermittlung sind in verarbeiteter neuer Auffassung wieder dort integriert worden. Schwarzwald machen wir diesmal aber ganz anders, das habe ich schon angedeutet. Der Schwarzwald kommt in dem hinteren Bereich. Dort wird beispielsweise doch eine Stube inszeniert. Das hatten wir früher sehr viel, sind allerdings im Zweiten Weltkrieg verbrannt. Allerdings kommt diese Stube auf eine Drehscheibe. Und auf dieser Drehscheibe sollen sich dann auch unterschiedliche Perspektiven entwickeln. Wir haben nämlich, das sieht man hier an der Seite, zwei Gemälde eines Schwarzwälder Malers, wo so eine Schwarzwaldstube dargestellt worden ist. Und diese Schwarzwaldstube hatte der Künstler Wilhelm Hasemann in sein Atelier eingebaut, und zwar wie eine Filmkulisse. Und genau diese Stube werden wir nachbauen für die Inszenierung, um eben auch den Besucherinnen und Besuchern die Inszenierung von Wirklichkeit bei der Kulturgeschichte darzustellen. Diese Drehscheibe, denke ich, könnte ein guter Ansatz sein, um, wie gesagt, den Menschen klarzumachen, dass vieles, gerade in der Volkskunde, in der europäischen Ethnologie, auch nur Inszenierung und das Wunschdenken der Forscherinnen und Forscher gewesen ist. Schwarzwald ist für uns, wie gesagt, das Hauptthema. Das hat viel mit Industriegeschichte zu tun, mit Handwerksgeschichte. Hier sind so erste Ansichten der zu entwickelnden Präsentationen. Wie gesagt, das sind Ausstellungsbereiche, die wir für einige Jahre inszenieren, von denen wir aber wissen, dass wir sie auch bald wieder verändern wollen und dass sie komplett anders aussehen sollen als die ästhetische, auf Dauer ausgerichtete Einrichtung, die wir mit Christoph Meckler gemacht haben. Also zwei verschiedene Linien in einem Haus, dass es aber auch wieder ganz old-fashioned geht, kann man sehr schön sehen an den Planungen für die Schatzkammer, die im Untergeschoss angelegt sein wird. Hier sind die Räumlichkeiten angelegt. Das macht auch noch mal Christoph Meckler. Das wird dann in einer sehr ästhetischen, kunstaffinen Präsentation gezeigt werden, in der das Einzelkunstwerk wirklich inszeniert wird und den Besucher überwältigen soll. Zwei Linien in einem Haus ist unser Programm für das Augustinermuseum. Das verschafft uns, glaube ich, eine gewisse Flexibilität für die nächsten Jahre. Und ich kann es nochmal ändern. Meine Nachfolger können sowieso alles umkrempeln. Und ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir in diesem Bereich flexibel bleiben. Das als kurzes Intro aus Freiburg. Und nachher haben wir ja die Möglichkeit, noch zu diskutieren.